Kristeva sagt, sie lebt, sie beobachtet sich in einer kontinuierlich lebenden und sich verändernden Sprache, wie sie präzise beobachtet als individuelles Merkmal, das sich unterscheidet in jedem Einzelnen. Das stimmt und das stimmt nicht. Es gibt Menschen, die in der Sprache leben, sozusagen beobachten, wie sie gesprochen werden durch das Sprechen, durch es, durch das Unbewusste und fasziniert davon sind und sich deshalb nie langweilen und deshalb auch nie die individuelle Einzigartigkeit jedes Einzigen verachten, bis auf diejenigen, die darauf eben nicht achten und keine Ahnung davon haben, dass ihre Einzigartigkeit in dem gesprochen werden durch ihre je individuelle Sprache ist, die also nur als Stereotype und Floskeln und Wiederholungen dessen, was sie schon wissen glauben, was alle anderen auch schon zu wissen glauben, dahin vegetieren.